Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Primark Haul. Wie ihr seht, ist die Tasche wieder in meinen Händen. Der erste Primark Haul im neuen Jahr. Ich freue mich. Ich stelle sie mal hier ab, ist ja richtig laut. Och Leute, lasst euch mal richtig begrüßen. Falls wir uns noch nicht gesehen haben, wünsche ich euch natürlich ein richtig schönes, gesundes, erfolgreiches und vor allem glückliches neues Jahr. Ich glaube, Gesundheit und Glück, das sind immer so die Dinge, die sich die meisten Menschen wünschen. Ich würde mich freuen, wenn das bei euch eintreffen würde. Hoffe natürlich auch, dass ihr ab und zu bei mir reinschaut. Das würde mich wiederum riesig beglücken. Und insofern starten wir in den ersten Primark Haul im Jahr 2020 auf meinem Kanal. Ja, wir waren heute einkaufen. Es ist Sonntag und ich denke, der Haul wird morgen oder übermorgen online gehen. Dann ist es wahrscheinlich schon Montag oder Dienstag, wenn ihr den, wenn ihr hier eingeschaltet habt. Und insofern möchte ich euch sagen, warum Sonntag, weil verkaufsoffener Sonntag ist, logischerweise in Hamburg, kam mir richtig gut zu Pass, weil wir es irgendwie in der Woche überhaupt nicht hinkriegen, einkaufen zu gehen zu Primark. Das ist bei uns in Hamburg ja ein bisschen weiter weg, was heißt weiter weg von mir aus, ein bisschen weiter weg, wir müssen da mit der Bahn hinfahren. Ich wohne zwar in der Hamburger Innenstadt, aber nach Billstedt ist es dann doch immer ein Weg, der mit der Bahn zurückgelegt werden muss. Und heute war mein Mann da, er hat mich und meine Tochter dorthin gefahren und meine kleine Enkelin war auch mit. Insofern sind auch einige Kinder Sachen in meinem Einkaufsbeutel gelandet und ja, lasst uns jetzt starten. Das Intro war schon wieder ewig lang, ich weiß, aber ja, ich bin halt wie ich bin, ne? Quatschtante. Gut, ich nehme jetzt mal die Sachen in die Hand, die auf dem Einkaufsbeutel zu oberst liegen. Also es ist ein bisschen durcheinander, entschuldigt bitte dafür, aber ja, auch das bin ich. Gut, als erstes hole ich ein paar Hausschuhe raus. Die hat die Kleine eben angezogen. Die ist jetzt nach Hause gegangen, hat ihr Papa hat sie abgeholt. Und ich fand sie richtig süß. Die haben wir noch an der Kasse liegen sehen. Die hat wohl jemand ja da wieder nicht in den Einkaufskorb haben wollen und hat sie wieder an den Kassenrand gelegt. Da sind ja immer noch so ganz viele Fächer, wo man auch noch ja, in letzter Minute zu ein paar Sachen greifen kann, wie Süßigkeiten, Strümpfe oder Handschuhe oder ähnliches. Aber da lagen ein paar von diesen Schuhen. Die sind runtergesetzt gewesen von diesen rosanen Prinzessinnen-Schuhen. Sie hat sie eben bei uns zu Hause angehabt. Es hat so eine Gummisohle hier. Für uns immer nicht ganz so geeignet, weil das sehr leicht rutscht. Wir haben sehr viel Fliesen und Laminat liegen und wenn das ein bisschen nass ist, dann, wie in der Küche oft der Fall, dann rutscht sie sehr leicht, aber sind auf jeden Fall richtig warm. Sie haben hier auch noch so, eine Halterung sozusagen, dass die Schlammen nicht rausrutschen, weil auch hier ist es natürlich sehr weich. Ich glaube, es ist die Größe 31 irgendwas, weil den Bon hat sie logischerweise schon abgemacht. Lass mich mal gucken. 34 ist es, nicht 31. Ist ein bisschen groß. Ich meine, sie hat 32, aber sie passen wirklich gut. Und sie hat sie angehört, sie liebt sie über alles in einem leicht rosafarbenen Ton. Und wenn den Preis wird, die sind nämlich runtergesetzt auf 3 Euro. Wie gesagt, den Bon und den ganzen Kram hat sie den Bogen. Das Preisschild hat sie abgerissen. 3 Euro, glaubt mir, ich schwöre. Nee, aber die fand ich richtig, richtig schön. Vielleicht findet ihr sie noch. Wie gesagt, bei uns lag sie an der Kasse, lagen die im Kassenbereich so einzeln drum. Ich denke mal, dass es die auch noch im Innenbereich des Primarks überall zu kaufen gibt. Übrigens bin ich heute ungeschminkt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Wie gesagt, es ist Sonntag. Am Sonntag schminke ich mich eigentlich grundsätzlich nie. Und es war noch gar nicht so ganz klar, ob wir heute überhaupt zu Primark gehen. Insofern dachte ich mir, ich lasse das heute auch noch mal. Eigentlich ist heute mein Spa-Day. Ich mache Maske und Augenbrauen und all so ein Kram. Augenbrauen habe ich schon gestern gemacht. Man sieht es mit schwarzer Farbe. Ein bisschen zu dunkel, wenn man kein Make-up trägt. Aber ihr verzeiht mir sicher. So, und jetzt kommt wieder ein Teil für mich. Die hat 6 Euro gekostet. Es ist eine Jogginghose und ja, die ist ja halt geschnitten wie eine Jogginghose. Ziemlich unspektakulär, also ist jetzt nicht so ein enger Schnitt. Den hatten sie auch im Übrigen. Die hatten auch Jogginghosen, die ganz eng wie eine Legging geschnitten sind. Das möchte ich aber ja eben nicht, sondern ich trage ja diese Hosen eben, weil ich ein bisschen zugenommen habe und ich von daher es immer ganz angenehm finde, wenn ich jetzt zu Hause diese Dinger tragen kann. Und ich nehme sie auch ganz oft mit auf den Spaziergang sozusagen von Miley oder in die Geschäfte oder so. Ich finde das einfach schick. Also ich bin jetzt das ganze Jahr über, es kommt ja auch noch bald ein
ja, so ein Favoritenvideo, welche Produkte ich das ganze Jahr am besten fand. Da werden die Jogginghosen ganz bestimmt auch ihren Platz finden, weil ich habe sie so oft getragen, zu allen möglichen. Ich trage elegant drüber, ich trage auch oft einen Hoodie drüber oder so, je nachdem, nach Lust und Laune. Und diese Farbe habe ich noch nicht. Grün habe ich zwar schon, aber dieses hellere Grün nicht. Und da gab es auch nur noch zwei Stück, einen in XXL und einen in M. Ich hätte lieber die in L gehabt, weil dann ist es noch ein bisschen weiter hier. Ich trage gerne L und gerade Primark. Also ist ja immer ein Struggle. Bei Primark passt mir eigentlich keine Hose in der Größe, die ich sonst trage. Also wenn ich 38 kaufe bei Primark, ohne es anzuprobieren, ihr kennt mich, ich probiere Sachen niemals irgendwo an, weil meistens habe ich Miley dabei oder es ist voll in den Umkleiden oder ich mag auch nicht mich umkleiden in diesen öffentlichen Geschäften. Ich weiß nicht, keine Ahnung, habe ich irgendwie so einen inneren, ja, eine Abneigung dagegen. Also kaufe ich die Sachen, ohne sie anzuprobieren, aber bei Primark passen mir die Hosen nie. Also ich muss immer ein, zwei Größen größer kaufen, als ich eigentlich trage. Naja, aber das ist jetzt M und ich denke auch, dass das mit der Weite hier ganz gut hinkommt. 6 Euro hat dieses gute Stück gekostet. Kann man auf jeden Fall nichts sagen. Ich hatte ja schon 1000 gekauft, das klingelt mein Telefon. Das tut mir echt leid, Leute. Das war mein Mann, der ist mir ins Video gefuscht. Aber ihr wisst ja, Familie geht vor. Ich filme mit dem Handy, nicht mit Kamera. Also wenn das dann klingelt. Und normalerweise habe ich das Handy dann natürlich auch leise. Aber ich habe oft seinen Anruf gewartet, weil bevor wir das oder ich das Video angefangen habe, musste ich ihn unbedingt eigentlich erreichen. Und er ist nicht rangegangen. Da habe ich gesagt, ich stelle das auf laut. Wenn er klingelt, dann habe ich Pech, dann ist es im Video. Aber ja, ich denke, so ist das Leben. Ist nicht schlimm, ne? Tut mir leid, aber das ist abgeklärt und insofern ist auch erfolgreich verlaufen, mein Gespräch. Hat sich gelohnt, dass ich rangegangen bin. So, ich habe noch eine Jogginghose und zwar in dieser Farbe. Diese Farbe habe ich noch überhaupt nicht. Das ist so ein Rostbraun und ich wollte immer so eine Farbe haben. Sowohl als Jogginghose als auch als Hoodie habe ich nicht gefunden. Ich habe jetzt die Größe L, was ich eigentlich, die hätte ich ja gern auch in der grünen Variante gehabt, gab es ja nicht. Davon gab es noch jede Menge, also in jeglicher Größe, die ihr haben wollt. Und von diesen grünen, wie gesagt, ich glaube, da bin ich eben stehen geblieben, da gab es die Farben nicht mehr. Es gab, wie gesagt, nur noch das und noch in einer anderen Größe, nur noch zwei Stück im großen Primark in Hamburg im Bild steht. Mehr gab es da nicht. Also insofern, die Farbe war wohl sehr beliebt. Es gibt noch ein anderes Grün, das ist so ein Grasgrün. Das habe ich aber schon, das wollte ich nicht. Also so ein Dunkelgrün, ne? So ein helles gab es nicht. Und das ist Rostbraun. Es gibt die auch noch in einem normalen Braun, also in so einem Dunkelbraun. Aber ja, ich denke mir, das reicht jetzt. Ich habe auch schon so viel Jogginghosen gekauft in letzter Zeit. Das muss reichen. Es ist wieder die gleiche Art, eine ganz normale Jogginghose. Und ich finde auch, dass der Stoff so ein bisschen hochwertiger aussieht. Also nicht wie so ein billiger, grauer Jogginghosenstoff. Also ich finde den sehr schön. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen gefüttert. Ja, so eine ganz leichte Fütterung. Das ist jetzt nicht so ein richtig dick. Also ich habe ja Jogginghosen, die sind richtig dick gefüttert. Ich würde sagen, dass man die auch gut im Frühjahr noch anziehen kann. Vielleicht sogar noch im Sommer, wenn es ein bisschen kühler ist. So, meine Lieben. Und jetzt tauche ich wieder ab. Ich habe nämlich eine... Ja, sowas habe ich noch nie gekauft. Ich habe zwar eine, die habe ich mal aus Versehen in einem Afro-Shop gekauft. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich was anderes kaufen. Dann war das eine Shower-Cap. Aber so eine dicke habe ich noch nie gesehen und habe mich auch noch nie mit der Materie beschäftigt. Ich wollte die aber haben. Wie ihr seht, habe ich Extensions drin. Und man sieht das vielleicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe Tape-Ins drin und die habe ich Freitag geklebt und das heißt, die dürfen noch nicht nass werden. Ich habe heute Morgen versucht zu duschen, ohne die Tapes nass zu machen. Sie sind nur hinten, vorne habe ich sie noch nicht. Das kommt alles noch. Und da habe ich mir gedacht, ich brauche eine Shower Cap, weil dann sind sie gar nicht nass, weil sie waren, trotzdem ich versucht habe zu duschen, ohne, also gestern habe ich geduscht, heute nicht, entschuldigt bitte, da habe ich jetzt, glaube ich, eine falsche Info rausgegeben, also heute Morgen habe ich nicht geduscht, aber gestern, heute Morgen habe ich extra nicht geduscht, weil nämlich gestern sie ein bisschen feucht geworden sind, weil ich versucht habe, sie nicht nass zu machen und ich bin so ein Heißduscher, also, kennt ihr das, ich dusche extrem heiß und gerade wenn es so kalt ist wie im Winter. Und da kamen mir zwei Sachen zu Pass. Erstmal ist die rosa. Sieht richtig schick aus. Sie kostet nur 2 Euro, was auch absolut im Rahmen ist für eine Duschhaube. Und sie ist gefüttert, sozusagen. Sie hat so eine handtuchartige Beschichtung innen drin. Und das finde ich nämlich richtig gut, weil... da ich Tape-Ins jetzt reinmache, und zwar ich mache sie überall rein, möchte ich nicht, dass die Haare immer nass werden. Das heißt, ich werde die Haare auch nur seltener waschen, weil das mögen die Extensions immer nicht so gerne. Nur, da ich ja sehr heiß dusche, dachte ich mir, wenn ich jetzt nur eine Duschcap mit so einem Plastikgedöns habe, werden die Haare ja trotzdem richtig heiß. Und ich könnte mir vorstellen, durch das heiße Duschen eben, ne, bedingt,
Ich dachte mir, wenn da jetzt noch so eine schützende Handtuchschicht drin ist, kommt mir wirklich ideal entgegen, weil ich habe eine Duschcap, die ich ja, wie gesagt, im Afro-Shop mal gekauft habe. Und das war, da ist dann nur so ein dünnes Plastikteil. Aber das ist richtig gut. Gab es auch noch in Schwarz. Meine Tochter, die mit war bei Primark, sagte, kauft auch in Schwarz. Die ist nicht so auf Rosa. Nein, ich möchte die. Warum denn, Mama? Kauft das doch nicht in Rosa. Doch, habe ich gesagt, ich möchte das in Rosa. Habe ich einfach dann eingepackt. Trotz Protest. So, was haben wir denn hier noch? Lass mich das hier mal hinstellen, sonst muss ich mich immer bücken. Unterhosen für meine Tochter, für meine Enkelin. 5,50 Euro sind 10 Stück drin. Cotton 100% in der Größe. Mein Mann hat die gekauft. Wie gesagt, er war mit der Kleinen in der Kinderabteilung. Ich hoffe, das passt auch. Ich kann jetzt hier gar nicht die Größe erkennen. Steht das hier? Ja, wahrscheinlich, aber ich kann es nicht lesen. Ich denke mal, das wird 152 oder 128, nee, das passt ja nicht mehr, 146 genau sein. Ich denke mal, dass es so in der Größe sein wird. Wir können ja mal aufmachen, 10 Stück für 5,50 finde ich enorm günstig. Ah, hier ist die Größe, 9 bis 10 Jahren, 140 cm steht da. Komm, wir machen die mal auf, die müssen eh alle jetzt in die Wäsche. Macht ihr das auch immer so, dass ihr die Sachen immer wascht? Ich immer. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die das nicht machen. Ne? Also es gibt erstaunlich viele Leute, die Sachen kaufen im Laden und sie nicht waschen, selbst bei Unterwäsche. Und mein Mann gehört übrigens auch dazu. Ne? Der Frau sagt immer, wieso wäschst du denn die Dinger? Die sind doch neu. Ja, weil ich nicht weiß, wer das angekrabbelt hat im Laden. Ich weiß nicht, wer es angezogen hat. Dann wird es vielleicht da wieder rein und man hatte das an. Und die Farbstoffe, die Giftstoffe, das muss doch alles raus. Nein, sagt er. Doch, sag ich. Ich wasche alles, was ich neu kaufe. Ja, die passen ganz genau. Das ist genau der Style, den meine Enkelin auch trägt. Ich würde die auch anziehen, wenn sie mir passen würden. Ich kann ja mal überlegen, ob ich da auch mal so einen Pack mitnehme. Die gibt es doch bestimmt auch 176 oder so. Das müsste mir eigentlich passen. Ja, da muss ich nicht mal die teuren aus der Damenabteilung kaufen, weil die habe ich für mich auch gekauft, sind natürlich teurer. So eine 10er-Packung. Aber ich mag die Farben nicht. Ne? Ich will mal nur weiß haben, weil ich trage sehr gerne auch mal weiße Hosen. Dann scheint das natürlich alles durch. Also, doch nicht. Und er hat Unterhemden gekauft, 4 West Cotton Rich, also für 9 Euro hat er dann nochmal 4 Unterhemden gekauft. Das lasse ich jetzt alles bei mir übrigens, das nimmt sie nicht mit nach Hause. Die Sachen, die ihr gleich noch sehen werdet, die nimmt sie dann mit nach Hause. Da mache ich dann kurz einen Cut gleich, ihr werdet das merken. Diese Sachen bleiben alle bei Oma, damit sie, wenn sie hier mal schläft, und das war in der letzten Zeit oft der Fall, dann hier auch Wechselklamotten immer mal hat. Weil das, was ich da hatte, war schon viel zu klein oder war nicht mehr so schön. Da dachte ich mir, kaufen wir ihr ein paar Sachen, die dann auch hier bleiben. Das sind auch, gehört auch zu den Dingen, die hier bei Oma bleiben. Und zwar sind das Infinity Kids 5er-Pack Socken für 2,99 €. Die haben wir aber nicht bei Primark gekauft, Leute. Fällt mir gerade ein. Die haben wir bei Woolworth gekauft. I'm so sorry. Wir waren nämlich auch noch bei Woolworth. Das sollte jetzt nicht in die Primark-Tasche. Aber zur Info, bei Woolworth gibt es gute Socken. Denn die hat mein Mann vergessen. Wie gesagt, er war ja in der Kinderabteilung mit der Kleinen. Und dann haben wir, meine Tochter und ich, haben da bei den Damensachen gewohnt. Das war meinem Mann zu langweilig. Deswegen ist er dann, hat er gesagt, ich gehe mal mit Enkelchen nach oben und gucke für die Kleine. In der Zwischenzeit, in der Hoffnung natürlich, dass das alles dann auch ein bisschen schneller geht. Aber es war überhaupt nicht voll heute, obwohl es Sonntag ist. Verkaufsoffener Sonntag, es war nicht voll. Naja, also 5er-Pack Mini, made with, keine Ahnung, Cotton, alles Cotton. 5er-Pack kostete in der Größe M, in der Damenabteilung 3,50 €. Ja, aber wenn ich das hochrechne, 3,50 €, das sind dann 7 Euro für 10 Stück. Auch nur 1,50 Euro teurer, ne, als die Kinder aus der Kinderabteilung. Also kann man machen. Ich hatte jetzt 4,50 € in der Erinnerung. Nee, 5er-Pack kosten 3,50 €. Ich habe eine offene Packung gesehen. Ich habe sie nicht selber aufgemacht. Hätte ich aber gemacht, muss ich zugeben, wenn ich da keine offene schon gesehen hätte. Das müsste mir passen. Ich mag keine Tangas. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr dazu sagt. Ich mag keine Tangas. Ich habe früher oft welche getragen, als ich noch sehr enge Jeans und so angezogen habe oder Pullover getragen habe, die nicht über den Popus waren. Dann habe ich auch gern Tangas getragen, damit man eben die, ne, damit man das nicht sieht. Aber ich finde, diese Hosen machen das auch ganz gut, diese Höschen. Ich kann das nicht mehr ertragen, Tangas. Also mindestens muss das so sein. Es darf auch nicht schmaler geschnitten sein. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, wenn die schmaler geschnitten sind. Aber so müsste das aussehen. Slips halt, ne? Und die werden jetzt alle in die Wäsche gehen. Und dann
sind wir durch, Leute. Ich habe noch für 1,50 Euro ein Trockenshampoo mitgenommen. Und zwar, ihr werdet jetzt sagen, hä, was willst du denn mit braun? Ja, in der Farbe braun-brünett, weil meine Ansätze rauswachsen. Und ich trage oft Haarteile, wie ihr, oder manchmal Haarteile. Und das ist sehr oft in einem ganz hellen Blond. Und dann kaschiere ich mit diesem Trockenshampoo gern den Ansatz, indem ich nämlich den Ansatz des Haarteils oder der Perücke so ein bisschen ansprühe mit dem Trockenshampoo und damit dann eine Linie zu meinem Scheitel bilde. Wisst ihr, weil sonst würde, wenn ich das Haarteil hier ansetze, würde die Lace der Wig, also der Perücke oder des Haarteils dann meistens, weil die Wig würde ja hier anfangen, meistens dann natürlich. Aber auch da lasse ich dann oft meine Haare so ein bisschen durchblitzen und dann passt das nicht. Und dann mache ich das, kaschiere ich das gerne mit dem Trockenshampoo. Und ich wollte mal sehen, wie das ist. Ich finde es relativ teuer. 1,50 Euro für so ein kleines Döschen. Aber gut, habe ich mitgenommen. Und dann würde ich sagen, bleibt dran, weil gleich kommen noch ein paar Sachen von meinen Enkeln und auch von meiner Tochter, die sie sich gekauft haben. Bis gleich. Dann machen wir mal weiter. Ich habe hier, lass mich, ein Pullover noch, den hat sich meine Tochter ausgesucht in der Größe S, war von 8 Euro, die waren schon auf 8 Euro reduziert, haben jetzt nur noch 5 Euro gekostet. Also wir fanden das richtig schön, weil der hat auch noch hier an den Ärmeln solche, ja, solche Metallsachen und ist auch noch relativ dick. Das hat die Farbe, ja, es ist so ein beige-weiß-cremefarbenes. Cremefarbener dünner Pullover, aber natürlich, ne? Also es ist so wie der, den ich hier jetzt so anhabe, in so einem ähnlichen Stoff. Den hatte ich, glaube ich, auch damals. Ne, den habe ich von C&A gekauft damals. So, dann haben wir Unterhosen im Dreierpack. Die nehmen wir eigentlich immer mit, wenn wir da sind. 3 Stück, kosten 7 Euro. Die sind, ja, ne, halt Unterhosen, 3 Stück. 2 in Rot, 1 in Rosa. Dann haben wir noch ein Unterhemd geholt. Und zwar nehme ich die auch meistens mit von Primark. Das ist jetzt aber für meine Tochter NS. Stretch hat gekostet 2,50, meine ich. Ganz genau, 2,50. Ganz normales Unterhemd. Solche trage ich auch eigentlich jeden Tag. Und ich finde sie auch echt gut. Dann hat sich meine Tochter noch diese Scrunchies, heißen die, glaube ich, ne? Diese dicken, ich trage die nur sehr ungern, weil bei meinem weichen, kurzen Haar rutschen die immer raus. Die kosten 3 Stück 3 Euro. Und sie hat sich noch eine Handtasche gekauft, weil ihre ziemlich kaputt schon ist. Deswegen, sie trägt immer solche höher geschnittenen Handtaschen. Ich mag die gar nicht, das ist nicht mein Geschmack, aber meine Tochter mag die gern. Die hat 10 Euro gekostet und ja, hat so mehrere Fächer natürlich drin, eins hier und eins so für Stifte und so. Sie fand die gut, wie gesagt, mein Geschmack ist das nicht. Und meiner kleinen Enkelin hat mein Mann noch Schuhe gekauft. Die haben gekostet, er war mit ihr allein in der Kinderabteilung, deswegen weiß ich das gar nicht. Lass mich mal gucken, Größe 32, haben gekostet 14 Euro. So, und dann hat er ihr noch eine Jacke gekauft und die finde ich richtig süß, also meine Enkelin auch, mit so rosa Fell und so. In der Größe 146, die hat 27 Euro gekostet, ist auch richtig schön dick und hat auch noch so ein Bommel hier dran. Finde ich wirklich sehr, sehr schön und innen drin ist sie auch mit so einem rosa Futter bestückt. Also, wenn ihr kleine Mädchen habt, die mögen die ganz bestimmt. Also, wenn ich Mädchen wäre, ein kleines, würde ich das ganz bestimmt auch machen. Dann haben wir noch, was haben wir hier noch? Ne, dann haben wir nur noch Sachen von Woolworth. Da habe ich dann noch so 3 Strumpfhosen gekauft für meine kleine Enkelin. Und auch noch eine Jacke hier von Woolworth. Auch noch für meine ganz kleine Enkelin. Aber das gehört ja nicht zum Primark-Haul. Ja, meine Lieben, das war's. Ich bedanke mich, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei gewesen seid, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video, endlich mal ein Primark-Haul, hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen richtig schönen Tag, einen schönen guten Abend, wann immer ihr mir zugeschaut habt. Und tschüss.